Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Können wir noch was anderes sagen? Was denn? Hi. Zeit für eine neue Folge von Unicorn. Könnte werbewirksame Inhalte enthalten. Es ist wieder Unboxing-Zeit. Ich habe wieder Post bekommen und zwar diesmal von der Firma creativearts.de. Eine Firma, die sich hauptsächlich auf Glitzer spezialisiert hat und daher wird das heute wieder so ein bisschen Nailart-lastig, das Video. Ich schwafe nicht lange, packen wir es doch direkt mal aus. So, los geht's. Übrigens, wenn ihr mal richtig Bock auf Glitter habt, bekommt ihr mit dem Gutscheincode Unicorn bei creativearts.de 10% auf jede Bestellung. Und das Ganze gilt nur 14 Tage. Also, wenn ihr Bock drauf habt, dann beeilt euch auf jeden Fall. So. Vielen Dank für den Einkauf. Oh, das ist aber auch süß. Ah, diese Verpackungsdinger sind sehr cool. Da könnt ihr euren Kindern geben. Da können die wunderbar mit basteln. Einfach anlecken. Und schon könnt ihr was Schönes draus basteln. Aber darum geht's nicht. So, Glitzer. Erschreckt euch nicht vor dem Totenkopf. Der ist zur Gel-Präsentation da. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn wirklich nutzen werde. Ich finde ihn ehrlich gesagt ein bisschen gruselig. Okay, die kleinen Totenköpfe sind niedlich. So, was haben wir denn hier? Erstmal das ganze Zeug hier weg. Ja, das ist doch schon mal eine ganz schöne Auswahl. Zu diesen Glittern muss ich noch sagen, oder beziehungsweise zu dieser Firma muss ich noch sagen, die Mixglitter sind alle hand zusammengestellt. Ihr könnt auch eure eigenen Mixe zusammenstellen lassen. Das heißt, einfach eine Nachricht hinschreiben mit eurem Wunschglitter quasi und das wird dann für euch quasi live produziert. Das Ganze wird dann auch im Shop online verfügbar sein. Das heißt, ihr habt eure eigenen Glitzer hergestellt und andere Leute können das Ganze auch kaufen. Die Glitzer sind zudem für Acryl und Gel geeignet, also für alle Arten quasi perfekt. Und wir werden das Ganze dann gleich einmal komplett auspacken und testen natürlich. So, packen wir das Ganze jetzt mal ganz schnell aus. Das ging doch fix, oder? Bei mir geht das immer so schnell mit dem Auspacken. Natürlich, Zauberhände. Das hier ist das Set Summer Dream. Wenn ihr Bock auf Sommer habt, ist das Richtige für euch auf jeden Fall. Könnt ihr natürlich auch einzeln bestellen, die Glitzer. Könnt ihr aber auch super im Set bestellen. Passen auf jeden Fall alle geil zueinander. Ja, und die anderen hier, die sind halt ein kleiner Mix aus allem, was der Shop so zu bieten hat. Die werden wir gleich so ein bisschen ausprobieren. Ich werde die mal für euch auf den Nagel drauf machen, damit ihr auch seht, wie das Ganze dann auf dem Nagel ausgeht. Starten wir doch einfach mal damit. So, ich habe jetzt für euch einmal die ganzen Glitzer auf Tipps gemacht. Das war eine ganz schöne Aktion. Ich glaube, ich habe eine Stunde dafür gebraucht. Hier ist das Ergebnis. Ganz wichtig dazu zu sagen, ich habe alle Sachen nur einmal aufgetragen. Ich habe es hier einmal in French Form. Da habe ich das Glitzer mit Gel gemischt. Und einmal in einer Verlaufsform. Da habe ich das Glitzer auf den Nagel aufgetupft. Und wie genau das genau funktioniert, zeige ich euch genau jetzt. So, ich habe jetzt hier noch zwei Glitzer, die ich übrig gelassen habe. Lasst euch, wie gesagt, nicht von dem Zewer irritieren. Wir haben keine Ostern. Wir werden jetzt dieses Tupfen, quasi also diesen Verlauf machen. Und damit werde ich jetzt erstmal mit dem French beginnen. Dazu schnappe ich mir hier erstmal so einen Klebepopel, um das Ganze dann hier drauf zu kleben. Damit ich den Tipp da drauf kriege, weil ich habe heute kein Nagelmodell dabei. Und dann kommt der Tipp hier einmal drauf, schön fixiert.
Und dann werde ich das Ganze einmal anbuffern. Ihr solltet French bzw. Glitzer French nach dem Haftgel bzw. vor dem Aufbaugel auftragen. Denn Glitzer French ist immer ein bisschen dicker. Und wenn ihr es nach dem Aufbaugel drauf macht, dann habt ihr halt einen riesen Hubbel. Und zudem, wenn ihr große Glitzerpartikel in dem Glitzer drin habt, dann habt ihr natürlich auch so ein paar scharfe Kanten. Und das ist immer nicht so sexy für den Nagel. So, dann haben wir den Nagel schon mal vorbereitet. Ich schnappe mir jetzt meine Malunterlage, um das Gel zu mischen. Ja, ihr könnt da natürlich auch einen leeren Tiegel nehmen. Der sollte allerdings blickdicht sein oder beziehungsweise schwarz, sodass kein Sonnenlicht von außen eindringen kann, denn sonst wird euch das Gel hart. Ich werde jetzt hier ein Aufbaugel nehmen. Ihr könnt natürlich auch jedes Gel nehmen, was ihr da habt. Ihr solltet ein mittelviskoses Gel nehmen, weil dann ist der Auftrag am besten, laut meiner Erfahrung. Ihr könnt natürlich auch machen, was ihr wollt. So, dann nehme ich mir hier mein klares. Ein klares Aufbaugel ist natürlich auch ganz gut dafür. Und dann gehe ich hier einmal drauf. Zur Seite damit. So, und dann nehme ich mir meinen Glitzer. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, wie deckend wollt ihr das Ganze haben. Ihr solltet das Mischungsverhältnis nicht zu viel Glitzer machen, denn wenn ihr zu viel Glitzer habt, dann hat das UV-Licht in der Lampe meistens Probleme, das komplette Gel auszuhärten, und dann kann es sein, dass innen das Gel noch flüssig ist. Deshalb nicht zu viel Glitzer, aber auch nicht zu wenig Glitzer, denn es soll ja auch schon ein bisschen vernünftig decken. Also, gucken wir mal, wie viel wir hier nehmen. Nehmen wir so zwei kleine Schüppchen. Und dann verrühren wir das Ganze mal. Ja, das ist schon eine ganz gute Konsistenz. Ihr merkt, wenn es zu viel Glitzer ist, dann wird das Gel einfach zu hart. Dann könnt ihr es einfach sehr schlecht ja, auf den Nagel modellieren, und dann ist auch wirklich zu viel Glitzer drin. Also ihr solltet schon so eine vernünftige Konsistenz hinkriegen, so dass sich das Ganze schön ziehen lässt und ja, auftragen lässt. So, dann nehme ich mir meinen Dotting-Stick. Mit dem Pinsel ist das meistens ein bisschen blöd zu machen, deshalb würde ich euch wirklich einen Dotting-Stick empfehlen. Das versaut meistens auch den Pinsel, und daher auch lieber einen Dotting-Stick. Ich nehme jetzt hier einfach mal die kleine Kugel. Ihr könnt natürlich auch die etwas größere nehmen. Kommt immer ganz darauf an, wie ihr euch so an den Dotting-Stick gewöhnt habt. Und dann fangen wir mal an, das Glitzer aufzutragen. Ich fange immer meistens in der Mitte an und arbeite mich dann zu den Seiten runter. Ich muss auch dazu sagen, Glitzer-French ist eines der einfachsten Arten, French zu machen, ever. Weil ihr könnt natürlich immer wieder korrigieren. Also wenn ihr zum Beispiel zu weit über die Smile-Line gekommen seid, dann könnt ihr immer wieder ein Nail-Art-Tool nehmen, das zeige ich euch gleich nochmal, und das Ganze wieder an Ort und Stelle schieben. So, sagen wir mal, ihr seid hier ein bisschen zu weit rübergekommen. Ich mache das jetzt hier mal extra. Also habt ihr euch hier irgendwie verhauen mit dem Glitzer. Dann nehmt ihr euch einfach so ein Nail-Art-Tool. Ihr könnt ein Rosenholzstäbchen nehmen oder was auch immer ihr da habt. Dann schiebt ihr das Ganze einfach wieder in die richtige Richtung, da wo es hingehört. Und dann seid ihr auch schon fertig damit. Das Ganze wird dann am besten 2 Minuten ausgehärtet. Ich lasse Glitzer-French immer lieber ein bisschen länger drin, damit das Ganze richtig schön durchziehen kann, damit die UV-Strahlen wirklich den letzten Rest Gel auch wirklich ausgehärtet haben. Und dann fahren wir mit der Versiegelung fort. So, das Ganze ist jetzt ausgehärtet. An eurer Stelle würde jetzt natürlich das Aufbaugel kommen, und dann würdet ihr das Ganze nachfeilen. Was ich noch kurz sagen möchte, wer meine Videos schon geguckt hat, der weiß, dass ich, wenn ich eckige Nägel mache, den Nagel immer ein bisschen schmaler feile, von Anfang an direkt. Weil es kommt ja noch ein Haufen Gel drauf, und das sieht man jetzt hier ganz gut, denn das, vor allem bei dem Glitzergel, ist es immer sehr, das Glitzergel ist immer sehr dick,
Und dadurch haben wir hier halt so eine Wulst. Und wenn wir den Nagel von vornherein ein bisschen schmaler feilen, können wir da gegenarbeiten. Das sieht man hier nämlich ganz schön. Ja, das war es eigentlich, was ich noch schnell loswerden wollte. Ich werde das Ganze jetzt nochmal schnell versiegeln. Wie gesagt, bei euch würde dann jetzt das Aufbaugel kommen, wenn ihr das Ganze mit French gemacht hättet. Und dann kommt das Ganze in die Lampe zum Aushärten. Aber nicht nur French funktioniert super mit angemischten Glitzer. Ihr könnt natürlich auch noch Striche ziehen damit, wunderbar. Einfach ein bisschen Glitzer auf so einen dünnen Dotting-Stick geben. Und dann könnt ihr euch hier so ein paar Striche ziehen, wie ihr lustig seid. Das Ganze könnt ihr natürlich auch wieder super mit einem Nail Art Tool wieder in die richtige Richtung schieben, falls ihr mal irgendwie das Ganze so ein bisschen verhauen habt. So, da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt, also da könnt ihr wirklich einiges mit anstellen. Und ja, als nächstes machen wir dann die Tupftechnik. So, viele, die meinen Kanal schon länger verfolgen, die wissen schon, wie das Ganze funktioniert. Aber für die Neuen, die heute zuschauen, zeige ich das Ganze nochmal. Ihr macht das Ganze erstmal anstelle des Frenches, das heißt zwischen Haftgel und dem Aufbaugel. Nach dem Haftgel wird dann eine Schicht Gel aufgetragen. Ich simuliere das jetzt hier mit einer Versiegelung. Ihr könnt das natürlich mit einem Haftgel machen oder einem Aufbaugel. Einfach nur eine dünne Schicht auftragen. Ich zeige das hier mal kurz. Auf dem kompletten Nagel eine dünne Schicht auftragen. So. Und dann kommt schon das Glitzer zum Einsatz. Und der Fächerpinsel. Ganz wichtig. Den tunken wir jetzt in das Glitzer ein. Und dann fangen wir vorne an der Spitze an, das Ganze mit klopfenden Bewegungen auf den Pinsel, das Ganze auf den Nagel zu klopfen. Und versuchen dann nach hinten immer weniger auf den Nagel kommen zu lassen. So dass es quasi ein vernünftiger Farbverlauf wird. Die Seiten nicht vergessen, ganz wichtig. Und dann vorne an der Spitze immer noch ein bisschen mehr drauf machen, damit es da deckt und nach hinten so ein bisschen ausläuft. So, das Ganze dann noch einmal abboosten und dann kommt das Ganze in die Lampe rein, auch wieder 2 Minuten ungefähr zum Aushärten. Und dann würde an eurer Stelle das Aufbaugel draufkommen. Ich mache das jetzt auch wieder mit einer Versiegelung und dann wäre der Nagel auch schon fertig. Das Ganze könnt ihr natürlich so oft wiederholen, wie ihr wollt. Wenn ihr jetzt einen Glitzer habt, was nicht so gut deckt, was ein bisschen transparenter ist, dann könnt ihr natürlich da jetzt noch eine dünne Schicht Gel drauf machen und dann nochmal das Ganze wiederholen. Kleiner Tipp nochmal, wenn ihr dann das Aufbaugel auf diese Technik drauf macht, dann würde ich euch empfehlen, das Aufbaugel in einen separaten Tiegel zu machen. Denn es kann immer sein, dass ein paar Glitzerpartikel wieder in das Aufbaugel reinkommen. Und wenn ihr dann wieder mit dem Pinsel in das Aufbaugel reinkommt, habt ihr das Glitzer dann im Aufbaugel. Deshalb würde ich euch empfehlen, immer ein extra Aufbaugel für Glitzer euch zuzulegen. So, und jetzt zeige ich euch noch ganz flix, welche meine Top 5 Glitzer der Firma Creative Art sind, die ich hier bekommen habe. Das wäre dann einmal dieses hier. Das finde ich eigentlich ganz interessant, weil das hat so kleine Rauten drin, Sechsecke, Striche, kleine Punkte. Also das sieht echt interessant aus, ist auch so ein bisschen irisierend das Ganze. Also hat einen schönen Farbeffekt. Dann natürlich Gelb auch noch. Ich stehe total auf Gelb. Ja, finde ich eine echt schöne, knallige Farbe. Ist auch aus der Kollektion Summer Dream, die ihr dann einmal komplett erwerben könnt oder im Set. Dann natürlich auch noch so ein richtig schönes Weißglitzer, was auch noch so ein bisschen in verschiedenen Farben leuchtet und glänzt. Das darf auch in keinem Nagelstudio fehlen. Dann natürlich noch ein Silber, auch ganz, ganz wichtig. Und zu guter Letzt
Dieses hier, das habe ich erst gedacht, oh mein Gott, was ist das denn im Tegel? Aber jetzt, wo ich es auf dem Nagel sehe, finde ich es eigentlich echt sehr, sehr interessant. Das sind einmal hier so goldene, silberne, runde Pigmente oder Teilchen, möchte ich sie mal nennen. Die sehen echt ganz schick aus. So, das war's jetzt auch schon mit diesem Video. Ganz wichtig, denkt an die 10%, die die Firma creativearts.de mit Kooperation mit mir euch zur Verfügung stellt. Mit diesen 10% könnt ihr euch mit Sicherheit noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Glitzer mehr in den Warenkorb packen, die wir euch dann quasi schenken. Schaut doch einfach mal in den Online-Shop von denen rein. Die haben wirklich extrem viel Glitzer. Natürlich auch viel Tattoos und Nail Art, alles mögliche, Steinchen. Da ist wirklich für jeden was dabei. Ja, ich wünsche euch dann viel Spaß und kreatives Arbeiten mit euren neuen Glitzern. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Euer Chris.